Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrbe und heute will ich euch mal drei Lehren mitgeben, die ich am Wochenende gelernt habe. Und wo ich das gelernt habe und um welche Lehren es sich handelt, jetzt im Video. Am Wochenende war ich im Arosa Resort am Scharmützelsee. Das ist in der Nähe von Berlin, also ungefähr so eine Stunde von Berlin entfernt. Und wir hatten da ein Seminar, Optionsbörsenhandel für große Konten. Wir waren insgesamt 15 Teilnehmer. Ich war der Veranstalter dieses Seminars. Wir hatten drei Referenten da. Also einer war ich. Ich hatte noch zwei Gastreferenten da. Einen guten Freund von mir, der in einer Privatbank arbeitet. Und einen anderen ebenfalls guten Freund von mir, der ist Professor an einer Hochschule und lehrt dort unter anderem Betriebswirtschaft, Steuerrecht. Also da ging es schon ziemlich tief hinein. Und dieses Seminar, das hatten wir hier intern bei uns ausgeschrieben. Deswegen hast du da vielleicht auch selbst, wenn du uns verfolgst, nie davon eine Werbung gesehen. Also das haben wir auch nicht beworben. War innerhalb, ich glaube, von einer Woche ausgebucht, weil wir ganz gezielt Teilnehmer angesprochen haben, gesagt, Mensch, das wäre etwas für dich. Und ich glaube, wir haben 17 Teilnehmer angesprochen oder 17 potenzielle Interessenten angesprochen und dann waren die 15 Plätze weg und die zwei, die gesagt haben, nein, da war es eher ein Zeitproblem. So, bei diesem Seminar waren nur Leute dabei, die Konten hatten Minimum 300.000, 400.000 Euro aufwärts. Ne? Da waren auch etliche dabei, die siebenstellige, achtstellige Konten haben, das heißt also eine Million, 10 Millionen, also wo es wirklich schon ein bisschen hoch ging. Und das war ziemlich interessant, dass wir uns da zusammengefunden haben. Zum einen natürlich die Inhalte, die da vorgestellt wurden und zum anderen natürlich der Austausch untereinander. Und als Referent oder als Veranstalter so eines Seminars lernt man natürlich auch immer eine ganze Menge. Und mir sind dann nach diesem Seminar, habe ich mich dann kurz hingesetzt und gesagt, okay, was sind jetzt so deine wichtigsten Erkenntnisse, die du auch weitergeben kannst an diejenigen, die noch nicht so ein großes Konto haben. Und da bin ich auf drei Punkte gekommen und die will ich euch heute kurz vorstellen. Punkt Nummer eins. Ich wollte ihn eigentlich als dritten machen, ich mache ihn jetzt aber als ersten. Und zwar Punkt Nummer eins ist der, dass wir uns am Anfang ganz kurz haben wir uns über das Thema Ziele unterhalten. Wir haben uns unterhalten, was ist denn so dein finanzielles Ziel? Und jetzt ist das natürlich so, jemand, der vielleicht seine Firma verkauft hat, ein paar Millionen erlöst hat und jetzt sein Geld investiert, der sein Geld anlegt, der hat vielleicht ein anderes Ziel als jemand, der eine halbe Million hat, noch ein Unternehmen nebenbei hat oder einen Beruf hat und der sozusagen vielleicht noch ein anderes Konto aufbauen will. Was mir aber aufgefallen ist, dass alle, die da saßen, wirklich alle, hatten ein finanzielles Ziel. Das heißt also, die wussten ganz genau, warum sie das machen. Das klingt jetzt ziemlich simpel, ne? Weil wenn ich jetzt euch fragen würde, hast du ein finanzielles Ziel, dann würde ja auch jeder sagen, ja, ich will 20% machen oder 15% oder ich will aus meinem Konto mehr machen. Aber bei den Teilnehmern hat man ganz klar gemerkt, dass die alle ein extrem genau definiertes Ziel hatten. Ne? Da ging es nicht so darum, ich will mehr Geld verdienen. Geld haben die alle. Sondern es ging immer ganz genau darum, dass man sagt, okay, was will ich denn mit meinem Konto erreichen und warum will ich es erreichen? Also ein Teilnehmer hat beispielsweise gesagt, Volker, viele Grüße an dieser Stelle, dass er mit seinem Konto einen monatlichen Cashflow erzielen möchte von circa, der Betrag ist jetzt egal, aber er möchte einen monatlichen festen Cashflow erzielen und für ihn ist das einfach Grundlage, um zu leben. Also er hat seine Firma verkauft, der muss sich finanziell wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben über irgendwas Gedanken machen, aber er hat eben gesagt, okay, mein Ziel ist es mit diesem Handel hier, einen bestimmten Betrag im Monat zu erwirtschaften, von dem ich dann leben kann. Und er hat sich eben dann eine Strategie gesucht, das ist dann gleich der zweite Punkt, die genau diesen entspricht. Und sein Ziel war es auch zu sagen, er hat eine bestimmte Zeit, die er für diesen Handel aufwenden möchte, aber er möchte eben beispielsweise jetzt nicht 12 Stunden am Tag vor dem Rechner sitzen. Und wenn man sich dann so austauscht und dann sagt, ich habe eine Strategie, die erfordert aber am Tag für mehr als 8 Stunden vor dem Schirm sitzen, dann war das für ihn halt nichts. Er hat gesagt, nein, das passt nicht zu meinen Zielen. Und alles das, was er jetzt quasi lernt, was er immer mal wieder Neues noch dazu lernt, untersucht er auf dieses Ziel hin. Trägt es zur Erzielung meines oder zur Erreichung meines Zieles bei oder trägt es nicht dazu bei?
Und wenn ihr das noch nicht habt, wenn ihr noch kein Ziel definiert habt, ne, es gibt ja diese Smart-Ziele, habe ich letzte Woche schon mal was im Newsletter darüber geschrieben. Also wer kann sich jeder bei uns kostenfrei auf der Seite anmelden. Oder auch hier, glaube ich, unter dem Video müsste auch ein Link sein. Da schreibe ich auch manchmal so Dinge, die nicht mit dem Markt zu tun haben, sondern allgemein. Und also diese Smart-Ziele definieren, das ist definitiv wichtig. Und da das ja alles sehr erfolgreiche Menschen waren, die da waren, sowohl im Handel, als waren alles erfahrene Händler, die waren alle schon ein paar Jahre dabei, die verdienen alle Geld mit Optionshandel. Die haben das alle gemacht. Also kann es nicht schaden, wenn du das auch mal machst. Ne? Wenn du dich also auch mal darum kümmerst, wie ist denn mein finanzielles Ziel, was möchte ich denn erreichen und warum möchte ich denn erreichen, damit du dich dann einfach fragen kannst, ist das, was ich tue, trägt denn das zu dieser Zielerreichung bei? Punkt Nummer 2 war, finde deinen eigenen Stil. Alle, die auf diesem Seminar waren, waren ja schon ein paar Jahre länger dabei, sind aber alle, einer hat so schön gesagt, quasi durch meine Schule gelaufen. Ne? War ein Teilnehmer dabei, der hat seit 1994 Optionen schon gehandelt. Ne? Also seine erste Option, da habe ich noch nicht mal eine Aktie gehandelt. Also der war wirklich schon lange dabei, hat dann aber später auch bei mir Ausbildung gemacht, Coaching gemacht und so weiter und sagt auch, ich habe ihn beeinflusst in seinem Handel und er macht viele Dinge, die er von mir gelernt hat. So, jetzt war es aber so, 15 verschiedene Teilnehmer, alle haben im Grunde genommen dasselbe Grundpaket gelernt, die gleichen Strategien, aber jeder macht es ein wenig anders. Ne? Ich will euch ein einfaches Beispiel geben. Wir hatten Teilnehmer, die sich ganz extrem konsequent an diese 100%-Regel gehalten haben bei Future-Optionen. Bei 100% Future-Optionen schließen, rollen in eine längere Laufzeit. Wir hatten andere Teilnehmer dabei, oder einen anderen Teilnehmer, der macht das überhaupt nicht. Der sagt, ich lasse auch eine Option ins Geld laufen im Future und lasse mir dann zur Not den Future andienen, wenn ich von der Trade-Idee überzeugt bin. Ne, das soll jetzt bitte niemand nachmachen, weil das ist jetzt ein bisschen mehr als jetzt hier mit zwei Worten zu erklären. Aber es waren Leute dabei, die haben Aktienoptionen gehandelt, Indexoptionen, Future-Optionen gemischt, alles Mögliche. Aber was man eben herausbekommen hat, jeder hat im Laufe der Zeit seinen eigenen Stil gefunden. Das heißt, jeder hat seine Regeln so angepasst, dass sie für ihn funktionieren. Und gerade an dem Rollen war das eben, wir haben das dann auch miteinander ein bisschen diskutiert, war es eben so, dass der eine sagt, er wird verrückt, wenn der Trade eine gewisse Verlustgröße erreicht, wohingegen der andere sagt, nein, wenn die Grundidee noch intakt ist, habe ich überhaupt kein Problem mit diesen prozentualen Zahlen, weil ich es anhand meiner Positionsgröße mache. Ja? Und das war also wirklich was sehr, sehr interessant ist, dass da jeder hat einen anderen Stil gehabt, jeder hat seine eigene oder hat seine Strategien genau auf sich persönlich zugeschnitten. Es gab nur einen einzigen Punkt, wirklich einen einzigen Punkt, wo sich alle einig waren, und zwar durch die Bank, nämlich das Risiko ist immer die Positionsgröße. Wer Harakiri spielt, indem er die Positionsgrößen zu groß macht, wird über kurz oder lang pleite gehen. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis. Und da waren Teilnehmer dabei, die sehr konservativ agiert haben. Es waren Teilnehmer dabei, die durchaus aggressiv unterwegs sind. Aber selbst die aggressiv unterwegs waren, haben eine Positionsgröße, die in der Regel nie über 1% hinausgeht. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig, also auch für euch. Ihr könnt eure eigenen Strategien machen. Ihr könnt Dinge machen, wo ihr sagt, ich passe das an meine Regel an, ich will nicht bei 100% rollen, sondern erst bei 200, ich will überhaupt nicht rollen, sondern ich schließe bei 100% und suche mir den nächsten Trade. Völlig egal, aber was ihr unbedingt beachten müsst, ist, haltet euch an das Money Management. Das Money Management, das wird euch sonst, wenn ihr es nicht beachtet, nicht retten können. Und irgendwann kommt der Tag, war auch zum Beispiel so, einige haben im Februar etwas federn gelassen, andere sind völlig ohne Rückschläge durch den Februar gekommen, weil sie andere Strategien gehandelt haben. Und die haben aber auch gesagt, okay, mich erwischt dann halt ein anderes Mal wieder. Ne? Das war denen auch völlig klar. Aber kein einziger hat jemals seine Positionsgröße verletzt. Und das ist absoluter Schlüsselpunkt auch, um das Ding langfristig zu machen. So, und jetzt der dritte Punkt. Und der wird vielleicht gerade die Einsteiger ein bisschen überraschen. Jeder Teilnehmer, der da war, wie gesagt, Konten von ein paar hunderttausend bis zu mehreren Millionen handelt nach dem KISS-Prinzip. Das heißt, keep it simple, stupid, auf gut Deutsch, mach es so einfach wie möglich.
Kein einziger hat eine Optionsberechnungssoftware verwandt. Kein einziger. Ne? Es gab den einen oder anderen, der hatte zum Beispiel noch Option View oder manche hatten auch irgendwie irgendwelche Excel-Programme. Aber es hat kein einziger gemacht. Warum? Weil sie es alle gesagt haben, als Privater möchte ich nicht meine Zeit damit verbringen, meine Trades mir in irgendeiner Software überwachen zu lassen, sondern vom gesunden Menschenverstand her, von meinem Grundverständnis muss der Trade, muss die Strategie so klar sein, dass es absolut logisch ist, was ich da tue. Ich will auf die Hilfe von Software verzichten. Klar hatten die alle eine Chart-Software. Ne? Klar haben die so Dinge genommen, diejenigen, die jetzt zum Beispiel Cash Secured Puts geschrieben haben, die haben sowas genommen wie Fast Graphs, um die Fundamentalanalyse von Aktien zu erleichtern, auf die sie dann Optionen schreiben. Das schon. Aber es hat zum Beispiel kein einziger hat komplizierte Strategien gehandelt. Ne? Die haben sich alle an relativ simple Dinge gehalten. Das heißt, die haben Strangles gehandelt, die haben Short Calls, Short Puts oder entsprechende Spreads gehandelt. Aber da hat keiner einen Butterfly gehandelt. Da hat keiner irgendwie einen Kalenderspreads gehandelt. Also all diese Dinge, die immer toll klingen, ne, und die immer so beworben werden, die sehr, sehr akademisch auch immer beworben werden, die wirklichen Profis, und das waren alles Profis, die da saßen, die machen das alle gar nicht. Das mag ein Institutioneller machen, das mag ein Hedgefonds machen, das mag jemand machen, der für andere handelt, aber wenn du privater Trader bist, wenn es dir darum geht, dein persönliches Geld zu vermehren, ne, dann musst du dir Strategien heraussuchen, die einfach sind. Und wenn du eine Position hast im Markt und du schaust in deine TWS und du kannst nicht erkennen, wie das Risiko deiner Position ist, sondern du musst erst in eine Software schauen, dann stimmt irgendwas nicht. Meine persönliche Erkenntnis. Ich weiß, dass es draußen ein paar andere sehen oder anders sehen und das ist auch ihr gutes Recht. Auch wir nutzen hier solche Optionsauswertungssoftware und schauen uns das an, was wir für Positionen haben. Aber für mich war das wirklich ein richtiger Aha-Effekt nochmal, weil es eben so durchgehend war, dass alle 15 Teilnehmer gesagt haben, mache ich nicht, brauche ich nicht, ist für mich nicht notwendig. Und jetzt könnte man sagen, okay, wenn das alles Leute sind, die 2-3 Jahre dabei sind, dann spielt das keine Rolle. Ja? Weil dann haben die vielleicht nicht die Markterfahrung oder sind nicht durch schwierige Zeiten gekommen, wo man das braucht. Aber wie gesagt, einer war dabei, der seit 94 Optionen handelt. Ihr könnt euch das mal ausrechnen, das sind 24 Jahre. Der hat also schon ein bisschen was mit erlebt. Und andere waren auch 10, 15, 20 Jahre im Markt dabei. Also das waren keine, wie heißt das schön, Greenhorns. Ne? Die wussten schon alle, um was es in diesem Business geht. Deswegen, mein Tipp. Versucht auch hier einfach mal für euch zu schauen, müsst ihr es zwingend zu kompliziert machen oder gehen nicht auch einfachere Wege? Und wenn ihr einfach entscheiden könnt, okay, ich verdiene ja vielleicht 2% im Jahr mehr, muss aber einen riesen Aufwand betreiben, dann fragt euch, kann ich diese 2% mehr nicht durch irgendwas anderes verdienen, ohne diesen Aufwand? Oder sage ich auch einfach, okay, ich verzichte auf diese 2%, habe aber einfach das Leben, was ich mir vorstelle, nämlich nicht hier vor den Rechnern den ganzen Tag zu sitzen. Ich bin gespannt auf eure Meinung, auf eure Kommentare. Schreibt mir die auf jeden Fall hier unter das Video. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, die wir mal ansprechen sollen, auch das, schreibt mir das in die Kommentare hinein. Viele schreiben mich auch immer an über Facebook und so weiter. Ich gucke mir das alles immer an. Ich schreibe dann immer darunter Videoidee. Und der eine oder andere wird dann auch sehen, aha, das ist doch genau mein Thema, was ich hier dem Jens mal geschickt habe. Also in diesem Sinne, euch eine erfolgreiche Handelswoche. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut.